Hey Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es die Strand-Challenge. Wir haben uns verschiedene Challenges überlegt, die wir heute hier am Strand gegeneinander machen wollen. Insgesamt 7 Stück. Die erste haben wir direkt schon aufgebaut. Und zwar haben wir uns hier so eine Art Federball- oder Badminton-Feld aufgebaut. Hier ist das eine Feld. Hier ist so ein Feld, wo der Ball nicht reinkommen darf. Also praktisch das Netz. Und hier ist noch das andere Feld. Ich hoffe, man sieht es hier. Wir haben hier versucht, so ein paar Linien zu ziehen. Das Spiel funktioniert so, dass jeder 2 Aufschläge hat. Insgesamt braucht man 7 Punkte zum Gewinnen. Wenn der erste 4 Punkte hat, wechseln wir die Seiten, damit es fair ist. Und wir machen Ching Chong Chong, wer die Seite auswählen darf und den Ball kriegt. Okay, ich nehme den ersten Aufschlag. Dafür darf Kian sich die Seite aussuchen. Ja, gut. Okay, ja. Let's go. Erster Aufschlag von mir. So Leute, nächste Challenge. Kian ist gerade da hinten und macht da gerade eine Linie. Wir machen jetzt die zweite Challenge und zwar rennen wir von hier los, wo das Stativ steht. Rennen dann bis zu der Linie, die Kian da gerade zieht und dann wieder zurück. Und wer in der schnelleren Zeit wieder da ist, hat gewonnen. Jeder ein Versuch, ab geht's. Okay Kian, bist du bereit? Ja. Okay, dann würde ich sagen 3, 2, 1, go. Okay. 11,17 Sekunden. 11,1? Ja. Okay, Kevin, jetzt zu. Ja. Bist du auch bereit? Ja, klar. 3, 2, 1, go. So. 10,52. Okay, nice. 1,1. Neue Challenge. Wir probieren den Ball von irgendwo dort hinten, suchen wir uns gleich einen Platz aus, in dieses Loch einzuschießen. Wer weniger Versuche braucht, gewinnt die ganze Challenge. Okay, Kevin hat sich jetzt einen Platz ausgesucht. Erster Schuss von ihm. Und am Loch ganz knapp vorbei. Drei Versuche hat er gebraucht. Ja. Was? Oh, okay. Okay, war ziemlich gut. Ja, der ist drin. 2 Versuche nur, dein erster Schuss war ziemlich gut. Okay Leute, 4. Challenge. Wir haben hier so ein Ding. Wir demonstrieren euch jetzt mal kurz, wie es funktioniert. Okay, also man kann diesen Ball hier, wenn man seine Arme ausbreitet, kann man bewegen und zum anderen schießen. Und wenn der Ball hier bei den Dingern anschlägt, machen wir, dass es ein Punkt ist. Das Ganze machen wir wieder, dass man 3 Punkte braucht, um zu gewinnen. Man gewinnt, indem der Ball hinten anschlägt. Also hier, dagegen. Let's go. Ball in die Mitte natürlich. 3, 2, 1. 1, 9. Der war dran, ne?
1, nächste Challenge. Fünfte Challenge, wir haben hier die Frisbee. So, einer stellt sich vorne hin, der andere steht da hinten. Du musst dann versuchen, also der da hinten steht, die Frisbee zu fangen. Man muss natürlich so werfen, dass der andere eine Chance hat, die Frisbee überhaupt zu fangen. Jeder 3 Würfe. Voller Einsatz hier. Vorletzte Challenge. Wir gehen jetzt da ins Wasser und spielen dann da wie in einem der Blocks normal Torwart. Also einer wirft den Ball von einer bestimmten Entfernung und der andere muss versuchen, den Ball halt zu fangen. Also nicht, dass der Ball hinter ihn geht. Jeder hat 5 Würfe, würde ich sagen, oder? Ja. Okay. Ja, du hast gewonnen. Und da sind wir jetzt auch schon bei der letzten entscheidenden Challenge. Einer hier wieder mit der Stoppuhr schießt den Ball ins Wasser. Und der andere muss probieren, so schnell wie möglich den Ball wieder zurückzuholen. Wir machen dann hier gleich nochmal eine Linie. Das heißt, wenn man einmal einen schlechten Schuss macht, hat man im Prinzip schon verloren. Okay, du schießt zuerst rein, ich hole den Ball zuerst. Wir haben jetzt dort eine Linie gezogen, werde ich jetzt mal den Ball reinschießen. Wow. Alter. 3, 2, 1, los. Okay. Okay, jetzt schieße ich den Ball rein. Kia muss natürlich, um die Challenge zu gewinnen, schneller als 15,66 sein. Ich schaffe ich nicht. 3, 2, 1, go! Scheiße. 15,37. Was für ein Finale. Ja, okay, du hast gewonnen, ne? Ja, Mann. Jetzt sind wir bei der Bestrafung. Kevin, bekommt deine Bestrafung hier. Ich wollte dich nicht treffen, oder? Ich wollte dich mit
So Leute, das war's jetzt mit der Strand-Challenge. Gebt einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Abonniert den Kanal. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao.